Okay, dann einmal duschen. Okay, das ist sehr cool gemacht. Okay, was ist das denn hier? Hallo, wer war das? Herzlich willkommen zu einem neuen Video und endlich zu einer neuen Folge Pets DLC Home. Heute geht's endlich weiter hier in unserem Haus. Und für diejenigen von euch, die sich jetzt fragen, wo dieser Dalmatiner herkommt, der kommt aus der letzten Folge Pets DLC. Wer die Folge nicht gesehen hat, der kann gerne mal jetzt in die Infokarte klicken, da gelangt er zu dieser Folge. Denn wir haben das Zughaus renoviert und da wurde uns dieser kleine Hund geschenkt, könnte man sagen. Und dem müssen wir heute auf jeden Fall auch mal noch ein kleines Zuhause hier aufbauen, beziehungsweise wir müssen mal schauen. Wir haben ja schon den Hunderaum, der müsste eigentlich reichen. Und ich glaube, dieses Körbchen ist auch groß genug für die beiden. Die sind ja beide noch nicht ausgewachsen. Ach, guck mal, wie er rumspringt. Das sieht ja auch sehr lustig aus. Auf jeden Fall müssen wir mal putzen gehen gleich. Das sieht nämlich echt ein bisschen dreckig aus. Und ansonsten ist heute der Plan, dass wir uns auf jeden Fall mal Katzen anschaffen. Ich habe ja gesagt in der letzten Folge, wir werden uns auf jeden Fall heute ein paar neue Tiere anschaffen. Und das sind auf jeden Fall Katzen. Ich habe mir überlegt, dass die auf jeden Fall hier den Platz unter der Treppe bekommen. Also so ein paar Körbchen, ein bisschen fressen unter die Treppe. Ansonsten sind die ja eh viel unterwegs. Das heißt, wir müssen denen jetzt keinen extra Raum einrichten oder so. Und vielleicht machen wir hier auch schon mal so ein bisschen Aquariumraum rein. Das war ja so der Plan, dass hier so Aquarium, Terrarium reingebaut wird. Und was wir heute auf jeden Fall noch machen, ist das Schlafzimmer. Denn das hier ist auf jeden Fall so der Hauptraum, der noch nicht gemacht ist hier unten in der Etage. Wie gesagt, die Küche lasse ich erstmal so, die muss auf jeden Fall auch noch gemacht werden. Aber wir machen erstmal die wichtigeren Räume. Und ja, das ist der Plan für die Folge heute. Und ich würde sagen, los geht's. So, als erstes werden wir mal den kleinen Hund putzen hier. Ich weiß nicht genau warum, aber ich habe gemerkt, dass hier die Dusche nicht funktioniert. Das heißt, wenn ich hier Hundruf mache, kommt dann, ich habe zu wenig Platz für diesen Gegenstand. Ist ein bisschen doof, weil ich habe das Bad extra eingerichtet als Hundebad oder als Tierbad. Deswegen werde ich mal das Ding jetzt einfach umbauen. Erstmal provisorisch in den Garten stellen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das machen werde in Zukunft. Aber wir stellen es erstmal hier raus, damit es auch funktioniert. Und jetzt muss ich gerade mal schauen, wie wir entscheiden, welcher Hund kommt. Okay, jetzt kommt schon der richtige. Weil der ist auf jeden Fall richtig dreckig. So. Also der Dalmatiner sieht schon sehr süß aus, muss man sagen. Okay, dann einmal duschen. Sehr schön. So, und noch föhnen. Perfekt. Okay, der ist richtig weiß geworden. Der war vorher scheinbar richtig dreckig. Und ich finde es auch schön, wie er nur so einen einzigen Punkt hat. So einen einzigen Dalmatiner-Punkt, mehr nicht. Das reicht scheinbar. So, da bin ich wieder. Ich habe gerade gemerkt, dass der Sound nicht aufgenommen wurde auf dem House Flipper. Jetzt sollte er aber auf jeden Fall da sein. So, wie gesagt, unser Hund ist sauber. Das war der erste Plan. Er hat richtig Bock, ne? Er hat richtig Bock zu spielen, glaube ich. Wir müssten mal mit ihm spielen nachher, glaube ich, noch. Aber jetzt erstmal neue Mitbewohner, nämlich Katzen. Dafür verkaufe ich erstmal hier dieses Regal und diese Teppiche müssen auch mal dringend raus hier. Ganz dringend. So, und dann würde ich sagen, wir schauen erstmal, was die Katzen so brauchen, bevor wir die anschaffen natürlich. Ich weiß gar nicht genau, was es alles gibt für Katzen. So, Haustiere, Katzen, dann schaue ich mal. Okay, hier gibt es so richtig coole Kratzbäume und so riesen Dinger. Aber die passen hier, glaube ich, gar nicht rein, das ist das Problem. Okay, der hier ist cool. Ich weiß aber nicht genau, ob der nicht zu groß ist. Ich mache den mal komplett weiß. Okay, der passt hier drunter. Ne, der passt hier nicht drunter. Schwierig. Wir haben vielleicht doch ein bisschen zu kleines Haus gekauft. Der müsste halt schon irgendwo hin. Also den würde ich schon gerne sehen. Vor allem bin ich gespannt, ob die Katzen da auch wirklich drauf rum klettern dann. Bin ich mal gespannt. Ich würde sagen, wir stellen ihn auch mal ins Schlafzimmer. Das wollen wir heute ja eh machen. Hier an die eine Wand. So. Da müssen wir halt die Tür offen lassen, dass die Katzen auch reinkommen. Okay, das ist ein bisschen schlecht, weil das kann nicht so an die Wand hinten dran. Ja, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Wir könnten theoretisch den Raum hier nehmen und die Wand rausreißen. Ja, ich glaube, das mache ich. Also wir machen die Wand hier raus und stellen den Kratzbaum dann an die Wand hinter. Ich glaube, das könnte funktionieren. Ich bin gespannt. Aber das machen wir erst später dann mit dem Schlafzimmer zusammen. Dann kaufe ich jetzt erstmal nur ein bisschen Spielzeug und vor allem Futter natürlich. Einmal so ein automatischer Futterapparat, der ist immer gut. Ich finde es auch schön, wenn der so richtig klein ist für die Katzen im Vergleich zu den Hundedingern. So, ich stelle die jetzt einfach mal hier hinten an die Wand dran. Beziehungsweise wir kaufen auch so eine Futtermappe unten drunter, würde ich sagen. So, einmal Wasser noch. Perfekt. Und gibt es hier auch so eine Matte für unten drunter? Sehe ich jetzt gerade nirgends. Aber wir brauchen auf jeden Fall so einen Stab. Das ist ganz wichtig. Den lege ich einfach mal unter die Treppe drunter. So, dann stelle ich das mal ein bisschen anders hin. Und wir wollen zwei Katzen kaufen, habe ich mir überlegt. Deswegen brauchen wir zwei Körbchen. Ach so, Katzenklo, natürlich. Auch wichtig.
Das kommt auf jeden Fall auch irgendwo hin, aber ich glaube, neben dem Futterdruck wäre das ein bisschen komisch, oder? Deswegen würde ich das mal woanders hinstellen. Ich weiß aber gerade nicht, wo. Der Hund hat so Bock gerade. Wo stellen wir das hin? Das ist eine gute Frage, ne? In die Küche ist auch nicht so geil für uns, glaube ich. Ich stelle das jetzt einfach mal ganz provisorisch hier hin. Aber das ist natürlich kein dauerhafter Platz, weil hier läuft man ja rein, wenn man die Treppe runterkommt. Das wäre auch nicht so optimal. Aber wir kaufen erstmal zwei Körbchen. Ich würde zweimal die hier nehmen. Okay, die passen hier gar nicht so hin, wie ich gedacht habe. Ah doch, machen wir so. Ich hoffe mal, die verstehen sich gut, sonst wird es ein bisschen kritisch. Und jetzt gehen wir endlich zu den Katzen rüber. Mal schauen, was wir bekommen. So, einmal Katzen. Okay, was haben wir denn hier? Britisches Kurzhaar, starken Charakter, mäßiges Temperament und tritt lieber beiseite. Das klingt schon mal sympathisch eigentlich, ne? Okay, die sieht auch sehr cool aus. Viel Fraß, ist auch gut. Ist auch sympathisch. Okay, die sieht auch sehr schön aus. Ey, es gibt 22 Arten. Eieiei, okay. Da müssten wir eigentlich mehr als zwei kaufen, ne? Okay, ich sehe gerade, es gibt ausgewachsene und es gibt kleine Katzenbabys noch. Ich würde fast sagen, wir nehmen ein großes und ein kleines. Oder? Ich glaube, das ist eine gute Idee. Okay, ich würde jetzt einfach mal diese kleine junge Katze hier kaufen. Ich finde, die sieht richtig süß aus hier. Das sind der Inbegriff von locker. Das ist doch schon mal gut. Die nehmen wir auf jeden Fall mal. Ach, so einen Namen müssen wir eingeben. Scheiße, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Okay, pass auf, wir machen es folgendermaßen. Ich werde einfach mal da jetzt nur Katze reinschreiben. Ich weiß, das klingt erstmal dumm. Aber schreibt mir gerne Vorschläge, wie die beiden Katzen heißen sollen, in die Kommentare. Und die Vorschläge, die mir am besten gefallen, falls es welche gibt, werde ich dann in der nächsten Folge eintragen. Ich glaube, das ist eine ganz coole Idee und vor allem fällt mir gerade spontan ehrlich gesagt gar nichts ein. Deswegen schreibe ich da einfach mal Katze rein. Das klingt jetzt total doof, aber... Ach, guck mal da. Die sieht schon sehr cute aus. Vor allem ist die voll groß, oder? Die ist absolut riesig. Ich dachte, das wäre ein kleines Kind. Also, eine kleine Katze, meine ich. So, du wohnst hier. Wie, hier ist nicht genug Platz. So, direkt neben meinem Hund abgestellt. Ach, der ist aber echt eine schöne Katze. Guckt sie euch an. Okay, also wie gesagt, unbedingt zwei Namensvorschläge in die Kommentare. Einmal für den kleinen Kollegen hier und einmal für die andere Katze, die wir gleich kaufen. Ja, dass die arme Katze nicht weiterhin Katze heißen muss. Aber so vorübergehend lassen wir es erstmal so. Ich sehe gerade, wir können sogar Sitz bei der Katze machen. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch eine Katze hat, die auf Sitz hört. Aber ich fände es auf jeden Fall beeindruckend, sagen wir es mal so. Mit Federangel spielen, mal ausprobieren. Es ist ja schon geil. Es ist ja so geil gemacht. Das ist schon wild. Ach, guck mal einer an hier. Okay, das ist sehr cool gemacht. Rennt die mal die Treppe hoch? Okay, schade, die können keine Treppe laufen. Aber ist egal. Oh, ich habe unseren Dalmatiner ausgesperrt. Nee, die Tür ist doch offen. So, komm. Das ist schon wild. Das ist wirklich wild. Okay. Ich glaube, ihm geht's gut. Komm. So, okay. Der ist fit. Dann, was haben wir noch mit Garn spielen? Wie geht das? Es juckt ihn gar nicht. Hallo? Hallo? Die drehen gerade alle durch, so ein bisschen. Was ist mit ihm los? Entschuldigung? Geht's dir gut? Okay, ich probier's nochmal neu. Aha. Ach, guck mal. Es ist ein bisschen komisch noch, glaube ich. Aber ich glaube, die kommt unter die Treppe nicht runter, ne? Kann das sein? Das wäre natürlich ungünstig, weil da habe ich einen Futterdruck hingebaut. Kommst du hier drunter? Mit Maus spielen? Ach, wie geil. Es sind schon coole Ideen dabei. Ich glaube bloß, die kommt hier nicht runter, kann das sein? Das wäre echt nicht so gut. Entschuldigung. So, mal gucken. Ich lasse es einfach mal so und beobachte mal ein bisschen, ob die da drunter kommt oder nicht. Wenn nicht, müssen wir sie immer mit Leckerlis füttern. Das wäre auch nicht so gut. So. Das Ding ist ganz schön groß für eine Katze, oder? Ist ja so ein Hundekeks eigentlich von der Größe her. Der Kopf ist in der Wand. So, perfekt. Okay. Nummer 1, wie gesagt, Namensvorschläge unbedingt in die Kommentare. Und Nummer 2 kaufen wir jetzt. Ich würde sagen, wir kaufen vielleicht sogar eine ausgewachsene jetzt. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Oder wir nehmen noch eine zweite Junge, dass sie zusammen aufwachsen. Das wäre vielleicht auch ganz cool. Ah, so ein Tiger. Komm, wir nehmen ihn hier. So. Ich kann die doch nicht Katze 2 nennen, oder?
Das ist ja übel asozial. Egal, ich nenne sie beide Katze und Vorschläge unbedingt in die Kommentare, wie gesagt. Guck mal, es ist schon, dieses DLC ist schon sehr süß, muss man wirklich sagen. Ey, das ist wirklich, guckt ihn euch an. So, wie gesagt, ich kann nicht unter die Treppe mit den beiden. Ich glaube, wir müssen es anders machen. Du bekommst natürlich auch eine Belohnung. Ey, ich muss sagen, für das, dass die noch jung sind, sehen die richtig groß aus schon. Hallo? Ich habe was zu fressen. Hallo? geht's dir gut? Okay, die Animationen sind auch schon echt cool gemacht. Du hast was zu fressen bekommen von mir. Was ist denn los mit dir? Hier. Sehr gut. Und die andere bleibt jetzt liegen, oder wie? Egal, lass mal liegen. Ich würde fast sagen, wir machen es dann so, dass wir das Schlafzimmer zum Katzenraum umfunktionieren. Also unter anderem, dass wir einfach hier die Ecke für die Katzen machen und der Rest des Schlafzimmer. Weil das unter der Treppe, glaube ich, nicht funktioniert so richtig. Als erstes baller ich mal alles raus hier. Es wird alles neu gemacht. Obwohl es eigentlich gar nicht so schlecht ausgesehen hat. So. Alles raus. Wunderbar. Langsam wird es voll hier, ne? Wenn überall Katzen rumlaufen und Hunde und alles. Da hat man gar keinen Platz mehr, irgendwas hinzubauen. Okay, was ist das denn hier? Hallo, wer war das? Du? Ey, der auch. Nee. Okay, ich glaube, wir brauchen ein Katzenklo. Da ist doch eins. Ey, was mit euch? Sag mal, schon wieder? Ey, Jungs, wenn ihr nicht hier reingeht, dann gibt's Ärger. Die Hunde machen das komischerweise gar nicht mehr, ne? Die sind auf jeden Fall interessiert an diesem Kratzbaum, ne? Die stehen alle davor. Die haben Bock. Okay, ich würde sagen, wir reißen jetzt mal die Wand raus. Das war ja der Plan. So. Er ist doch gar nicht schlecht hier, oder? Da haben wir jetzt genug Platz, das Zeug da reinzustellen. Also ich würde jetzt da einfach mal den Kratz... Ach, guck mal. Ist ja geil. Okay, das ist schon... Das ist sehr cool, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut. So, ich schaue gerade mal, ob es da reinpasst überhaupt. Ja. Das wird sogar sehr gut passen. Sorry, ich hab dich runtergeschmissen. Tut mir leid. So, okay. Na, das ist doch sehr gut. Und dann stellen wir nebendran einfach die ganzen anderen Sachen hier. Okay. Ist nicht schlecht eigentlich, oder? Ist nicht ideal, aber ist okay. Okay, ich habe eine Idee. Ich würde ganz gerne das Weiß streichen, die Ecke. Nur die Ecke. Einfach weiß. Und dann so Strahler an die Decke machen. Ich glaube, das würde ganz cool aussehen. Oh Mann, ich streiche die ganze Zeit die Decke im Nebenraum, ey. Ich weiß gar nicht, warum man in der neuen Mechanik hier die Decken vom Nebenraum streichen kann, ohne dass man im Raum steht. Also wie jetzt gerade eben zum Beispiel. Das macht irgendwie keinen Sinn. So. Und den Boden würde ich ganz gerne so lassen erstmal. Ich finde den eigentlich ziemlich cool. Ich muss bloß gerade mal schauen, ob ich den wieder finde jetzt für den hinteren Teil. Dann ist es der hier, oder? Ja, sehr gut. Okay. Perfekt. Und einmal den Boden noch. So. Da oben ist noch ein Stückchen Wand. So. Fast die Katzen erschlagen. Perfekt. So, und jetzt würde ich ganz gerne da so kleine Strahler in die Decke reinmachen. Ich glaube, das könnte vielleicht ganz cool aussehen. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt finde. Die hier, glaube ich. Ja, so. Ist, glaube ich, noch nicht so ganz synchron, aber erstmal schauen, wie es aussieht. Es sieht schon geil aus. Ich weiß jetzt nicht, ob das den Katzen so gut gefällt, wenn die in so einem Schaukasten hocken. Aber es sieht schon gut aus. Ich lasse es mal so. Ich glaube, also es gefällt mir ganz gut. Aber das hier ist halt komplett Katastrophe. Okay. Ich glaube, so können wir das mal lassen. So ist eigentlich ganz geil. Sehr gut. Ah Mist, da fehlt ja noch ein bisschen Weiß. So. Damit wäre die Katzenecke fertig. Ich muss sagen, die gefällt mir ziemlich gut. Ja, kann man so lassen auf jeden Fall. Jetzt brauchen wir aber auch noch ein Schlafzimmer. Das kommt hier vorne dran. Erstmal schauen, welche Farbe wir nehmen. Ich würde auf jeden Fall streichen. Ich bin eher so ein Freund von Streichen auf jeden Fall. Ich weiß aber gerade nicht, welche Farbe wir nehmen sollen. Ich würde ja ganz gerne irgendwie ein bisschen was anderes mal nehmen, als immer weiß. Ich würde ganz gerne mal die Farbe hier ausprobieren. Hat was, oder? Ich streiche mal in der Farbe und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn der Raum gestrichen ist. So, die Wände sind gestrichen. Ich muss sagen, ich finde es hier ganz gut aus. Kann man auf jeden Fall so lassen. Ich habe wieder hier vorne die Decke gestrichen aus Versehen. Das passiert mir so oft, ich weiß auch nicht. So, jetzt brauchen wir ein neues Bett auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht genau, was wir nehmen. Aber es soll auf jeden Fall ein schönes, großes Bett sein. Was gibt's denn Neues im Pet-Steals hier an Betten? Da müssen wir mal schauen. Das hatten wir schon mal in einem Job, ne? Das war eigentlich ganz geil. Ich würde es, glaube ich, sogar mal nehmen. Aber natürlich in einer anderen Farbe. Ja, komm, das nehmen wir mal. Oh, warte mal, da sind goldene Sachen mit drin. Kann man das ausmachen irgendwie? Beziehungsweise, nee, das würde ich ganz wegmachen. So, perfekt. So,
wir wollen natürlich hier in der Serie auch ein bisschen vor allem neue Items aus dem Pets-DLC hier ausprobieren. Deswegen finde ich das Bett auf jeden Fall eine ganz gute Wahl. Und es sieht halt auch echt gemütlich aus mit diesen Lichterketten. Ja, ganz gut so, würde ich sagen. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch einen Kleiderschrank. Ohne Kleiderschrank ist schlecht auf jeden Fall. Ich glaube, ich nehme den hier. Oh, der ist winzig. ja, egal, dann stellen wir den hier vorne rein. Weil als Kleiderschrank ist der, glaube ich, ein bisschen ungeeignet. Ah, den hier. Den habe ich schon oft genommen, ich weiß. Aber der ist einfach, ich finde den ziemlich gut. Ja, machen wir so. Gut, dann stelle ich noch das hier als Nachttisch dazu. Pack mal auf beide Seiten. Und noch eine kleine Lampe drauf. Ich weiß gar nicht, was gibt es denn so für Lampen für einen Nachttisch drauf? Da habe ich noch gar nicht so oft geschaut. Nehmen wir mal die hier. Er ist schon sehr gemütlich. Und an der Wand haben wir halt noch voll viel Platz. Da muss auf jeden Fall noch irgendwas hin. Ich weiß aber gerade gar nicht, was da hin soll, ne? Okay, in diesem Haus wird es irgendwie stockdunkel, wenn Nacht ist. Man sieht einfach gar nichts mehr. Ist einfach ein Horrorspiel geworden. Irgendwie hat er keinen Bock mitzukommen. Habe ich den irgendwie aus Versehen auf Stehenbleiben angemarkert? Ach so. Ja gut, er soll mir nicht folgen, aber er muss auch nicht sitzen. Du kannst machen, was du willst, mein Lieber. Du bist hier zu Hause. Gut, dann machen wir das Schlafzimmer noch fertig. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn das Schlafzimmer fertig ist. So, das Schlafzimmer ist fertig. Der Hund hat sich auch gerade schon aufs Bett bequem gemacht. Ohne zu fragen, ganz nebenbei. Und die Katze auch. Er ist schon cool hier, oder? Mit dem Hund auf dem Bett, die Katze im Körbchen. Der Kollege hier macht gerade, ich weiß nicht genau was, der macht Workout. Also der tapst so, das kennt man ja, aber er steht halt dabei so richtig komisch in der Ecke. Das ist schon eine ganze Weile. Aber gut, jeder wie er mag. Hier ist noch so ein Gemälde dazu gekommen. Ich finde, es passt ganz gut von der Farbe her zur Wandfarbe. Und ich habe einfach noch so ein paar Schränke hingestellt, kann man immer gebrauchen. Und hier noch ein Fernseher, der ist natürlich nicht perfekt platziert, weil man vom Bett aus ja gar nicht richtig schauen kann. Aber hier vorne geht halt nicht, deswegen Notlösung, würde ich sagen. Die Katzen können einfach besser Fernsehen schauen als ich. Das ist auch eine Frechheit. Aber gut, passt schon. Ansonsten würde ich sagen, das war's von dieser Folge. Nächste Folge machen wir dann auf jeden Fall diesen Aquariumraum hier. Und vielleicht auch schon den Gaming Room, aber ich würde sagen, der Gaming Room gibt auf jeden Fall eine extra Folge. Denn hier oben, das wird alles zum Gaming Raum umfunktioniert. Und ich habe richtig Bock, das hier richtig schön dicken Gaming Room rauszumachen. Das wird auf jeden Fall nochmal eine wilde Folge. Und ansonsten werden wir uns natürlich auch noch neue Tiere anschaffen. Mal schauen, was es alles noch gibt. Auf jeden Fall auch ein paar ausgefallenere Tiere noch. Und ansonsten würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt unbedingt eure Namensvorschläge für die beiden Katzen in die Kommentare. Wenn ihr Bock habt, auch für die Hunde. Denn die haben ja auch noch keine wirklichen Namen. Der hier heißt Rex, weil er so ursprünglich hieß vom Spiel aus. Und der hier hat... Ah, der hat auch einen Namen. Aber auch nicht von mir. Das heißt, wenn ihr für die beiden Namensvorschläge habt, dann auch gerne dazu in die Kommentare. Wenn ihr jetzt sagt, ich habe eher für einen Hund eine Idee, auch kein Problem. Und ansonsten, wie gesagt, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal und ciao.